Ich denke mal, jeder macht es auf seiner Art und Weise. Hier habe ich angezeichnet und die Dichtung passt perfekt. Hier unten die Dichtung habe ich ebenfalls angezeichnet und sie passt ebenfalls korrekt. Das heißt, den Pott nehme ich jetzt oder kann ich noch liegen lassen, weil hier möchte ich auch an diesem Teil den Endschalldämpfer noch ein bisschen sauber machen. Die Schrauben mache ich auch noch ein bisschen sauber und dann setze ich das Ganze langsam wieder zusammen. Kommen wir zu dem Dämpfer. Den habe ich so gut es ging sauber gemacht. Nun setze ich mal die Dichtung auf und gucke hier nochmal. Ja, das sieht gut aus. Okay, also setze hier meine Dichtung auf. Was jetzt kommt, ist dann ebenfalls Kupferpaste. Ich setze nun hier mein Dämpfer auf. So. Und ich nehme jetzt allerdings die alten Schrauben, weil ich habe keine schöneren mehr und heute ist auch Sonntag. Von daher mache ich das jetzt dementsprechend so. Nehme Kupferpaste in die Schraube, in die Mutter und setze somit auch meine Mutter mit Kupferpaste ein. Das verbrennt nicht so schnell und hält das auch recht geschmeidig, um dass man die Schrauben, ja, oder dass die Schrauben sich auch immer schön lösen lassen. Ja, die kann ich schon fast ganz durchziehen. Diese hier sollte eigentlich auch gehen. Ja. Und die Nummer 3. Braucht nicht viel sein. Das braucht wirklich nur ein geringer Teil sein. Ich nehme jetzt hier meine Schraubendreherverlängerung und setze sie dementsprechend gleich hier unten an. Ziehe das Ganze jetzt schon mal nach. Jetzt kann ich auch mit der Ratsche übernehmen. Muss natürlich vorsichtig sein, dass ich den neu lackierten Pott nicht gleich wieder hier dran rumreibe. Deshalb nehme ich jetzt doch lieber eine Verlängerung. Ziehe das Ganze jetzt gegen. Auch gleich noch mal und dann zuletzt üben. Das sieht gut aus. Drehe mir das Ganze noch mal und ziehe somit jetzt nur noch diese Schraube gegen. Ja, das sollte gut sein. So viel zum Endpot. Fehlt auch noch draufschieben und einmal drehen das Ganze und jetzt heißt es hier ebenfalls auch eine Schraube reinbringen. Da sollte nur eine Schraube von existieren. Moment, 1, 2, 3, diese. Da nehme ich ebenfalls
auch ein bisschen Kupferpaste. So. Finger sauber machen. Anhalten. Schraube rein. Und nur noch gegenziehen. Ratsche nehmen. Und festziehen. Ich habe mich entschlossen, ich mache hier an den Krümmer weiter gar nichts. Solange er hält, hält er noch. Und wenn nicht, dann, naja, was soll's. Wird irgendwann ein neuer ran müssen. Auf jeden Fall. Hier habe ich jetzt ebenfalls etwas Fett. Weil ich werde jetzt die Schrauben fürs Schutzblech wieder ein bisschen einfetten. Stell sie mir hier hin, dass sie nicht in den Schmutz reinkommen. Weil anschließend, wenn der Roller hier runterkommt, dann darf ich auch ein bisschen sauber machen. Weil hier ist ganz schön viel Schmuddel drauf gekommen, wo der Elise hier drauf schnappt. Die Schrauben für den Auspuff, also für den Pott, fette ich ebenfalls schon mal ein. Weil wir hängen jetzt gleich den Pott dann schon mal dran. Ich habe mir hier recht gut alles hingelegt, dass ich jetzt dann auch wirklich hier dran arbeiten kann. Den Pott mache ich jetzt erstmal mit einer Schraube fest. Das heißt, ich setze ihn erstmal hier nur an. Ja, natürlich auch vorsichtig, weil ihr habt ja selbst mitbekommen, das Ding sieht fast aus wie neu, aber wenn ich jetzt doch schon dabei bin, dann kann ich auch doch gleich die zweite Verschraubung auch ansetzen. Ja, und das sieht richtig gut aus. Nun kommt die schöne selbstgebaute Dichtung. Ich ziehe den Pott ein bisschen zur Seite und schiebe. Okay, ich glaube, ich mache das doch sogar von unten. Nehme die Dichtung und schiebe sie von unten nach oben. Nun habe ich die erste Schraube drin und jetzt muss ich den Krümmer etwas runterdrücken, dass ich die Schrauben überhaupt reinbekomme. Aber es funktioniert. Und ich lasse mir auch wirklich Zeit, also ich mache keinen Stress damit, weil letztendlich ist der Roller dann auch wieder fertig und sieht auch wieder, denke ich mal, ganz gut aus. Jetzt suche ich mir meine Dichtung, okay, die muss noch ein bisschen wieder hier runter. Dazu stelle ich noch meine Schraube hier hin. Dichtung muss noch ein bisschen runter. Gucken. Ja, sollte funktionieren. Na, wer sagt es denn? Also ich habe immer das Problem mit dem Krümmer, der, obwohl das ein Originalpott ist, dass es dann gar nicht so einfach ist, das einfach einzusetzen oder aufzusetzen. Das wundert mich eigentlich immer. Und das sind originale Pötte von ATU. Ne? Gut, kommen wir zur letzten Schraube. Mal gucken, ob das jetzt hier ohne weiteres klappt. Da ist die Schraube. Ja, ich muss mal ein bisschen vor die Linse. Normalerweise, jetzt sollte sie kommen. Ich glaube, ich muss sie ein bisschen reindrehen. Ja, sie kommt aber. Sie ist unterwegs. Na, wer sagt das denn? Da ist sie doch schon. Unterlegscheibe
Federscheibe drauf und dementsprechend eine ganz normale Mutter. Das zieht sich dann gleich alles noch dahin, wo es hin oder ja, wo es sitzt normal. Ne? Den Pott mache ich eh zuletzt erst fest. Den mache ich jetzt noch nicht fest. Den mache ich immer erst zum Schluss fest. So, jetzt muss ich noch sehen. Die Mutter. Jawohl. Na, das ist doch schön, wenn soweit noch alles gängig ist. Ja, das war falsch rum. Erst die große Scheibe, dann die kleine Scheibe. Aber es sieht schon ganz gut aus, muss ich echt sagen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Jawohl. Und heute mache ich das aber anders. Heute nehme ich einen 10er Maul- oder Ringschlüssel und arbeite nur damit. Also ich gehe jetzt nicht mit der Ratsche dran, weil mit der Ratsche würde ich hier höchstwahrscheinlich ein bisschen dran reiben. Das möchte ich jetzt einfach mal umgehen. Ich ziehe jetzt erstmal meinen Pott nur gegen. Hole erstmal die anderen Schrauben alle hinterher. So. Nächste Schraube. Und die untere Schraube. Schraube ziehe ich auch gleich an. Jetzt auch gleich die hintere Schraube, wo man immer so schön dran kommt. Aber es geht eigentlich. Fest. Und nur noch die. Festschrauben. Lösen, das hatten wir ja schon. Wir brauchen jetzt nur noch fest. Ich gucke hier gerade, ob mein Schraubenloch noch passt, aber das passt alles perfekt. Jawohl. Hier war ja schon fett dran. Und ebenfalls kann ich jetzt alles festmachen. Ja, das dauert eben immer alles eine Minute länger. Ich setze mal die Ratsche an. Vor allem den Sonntag fast ohne Krach. Fast. Nun, Schutzblech. Einmal. Zweimal. Da brauche ich noch Werkzeug. Man fühlt sich auf jeden Fall wieder wohler, jetzt wo der Auspuff schon mal wieder ein bisschen besser aussieht. Ich habe den Roller ja wenigstens hier so ein bisschen schon mal sauber gemacht, aber letztendlich muss ich ihn jetzt wirklich mal richtig auf Vordermann bringen, dass es auch wieder wirklich schön aussieht. Hier ist alles okay, das sieht alles recht gut aus, ist eben nur etwas schmutzig. Genau, wir starten den Motor. Es sieht recht schick aus, möchte ich doch sagen.
Ja, der Krümmer, das würde sich auch gar nicht rentieren, weil der ist wieder schneller rostig als alles andere. Aber so vom Pott her, es ist nun mal kein neuer mehr, ne? Muss man natürlich auch mal bedenken. Also er hat auch hier die ein oder andere Schmarre schon drinne, aber so, sieht doch ganz okay aus. So sieht es von hinten aus. Ja, jetzt mal wirklich etwas Pflege investieren und dann kann auch dieser Roller wieder ein bisschen schicker dastehen. Da ich es verpennt habe, die Batterie noch mal wieder nachzuladen, das vergesse ich auch andauernd, ist jetzt der Kickstart der beste Freund des Rollers oder mein bester Freund? Wir kicken ihn mal an. Ich habe noch schnell die Batterie ausgebaut. Sie lädt, es ist ja auch eine neue gewesen. Jetzt lasse ich sie noch mal durchladen und letztendlich wird sie dann wieder reingepackt. Für mich war der Tag heute zufriedenstellend, ja, oder mehr oder weniger. Ich bin zufrieden damit. Es hat alles wunderbar geklappt, es ging zügig voran. Aber sobald der Roller nochmal hierher kommt, das heißt, wenn wir den Race nochmal hier auf der Bühne haben, dann werde ich wohl höchstwahrscheinlich das Cockpit vorne auseinandernehmen und eine neue Tachoscheibe verbauen, die ich ja vom Patrick zugeschickt bekommen habe. Und er hat ja auch schon ein paar Mal nachgefragt, aber es muss auch die Zeit da sein, weil ich mache sowas in Ruhe und dann werde ich mal sehen, ob ich eventuell das neue Tachoglas anbringen kann. Ja, der Roller läuft, hört sich gut an. Wenn mir das jetzt nicht nur so vorkommt, dann finde ich sogar, er ist ein Tuck leiser geworden. Und das ist auch meistens mein Ziel. Ein leiser Roller ist unauffällig, man weiß nicht, was hintersteckt. Gibt es da noch was Drittes? Ja, und man macht auf jeden Fall nicht so viel Lärm. Bei mir ist es so, ich fahre lieber unauffällig, aber man weiß nicht, was hintersteckt oder im Motor steckt. Von daher, wir sehen uns ganz schnell wieder. Ich werde einen Tausch machen, das heißt, sobald er hier runter ist, steht doch erstmal der Peugeot Speedfight auf der Bühne und da werde ich den Auspuff, nein, nicht den Auspuff, nein, das brauche ich nicht. Ich möchte keinen Auspuff mehr abbauen erstmal, aber den Hauptständer will ich abnehmen. Also Peugeot Speedfight 2 Hauptständer bearbeiten. Das heißt anschauen, erstmal abbauen, anschauen und gucken, liege ich richtig mit meiner Vermutung oder ist da irgendwas anderes? Das finden wir dann raus, wenn es soweit ist. Also von euch, nein, von mir aus, von mir aus. Ich winke einfach nur noch. Macht's gut, Leute. Ich laber manchmal, mein lieber Mann.